Willkommen zurück zu Bibi Blocksberg und das große Hexenbesenrennen. Wir sind im zweiten Part und schauen uns nun den zweiten von drei Cups an. Wer die Grundregeln verpasst hat und so weiter, der schaut sich am besten den ersten Part an. Da habe ich das soweit alles erklärt. Und wir gehen jetzt nach Schloss Klunkerburg. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir haben hier die Knappenstrecke, die Rosenpiste und das den Königin-Parcours. Finde drei goldene Besen, um die letzte Strecke freizuspielen. Das werden wir nicht schaffen. Oh, wenn ich das schon sehe. Guckt euch mal die Streckenführung an vom dritten. Oh mein Gott, es wird episch. Und wenn ich jetzt irgendwann mal das weiter erreiche, dann geht's auch los. Komm, bitte, jetzt mach doch mal hier. Verdammte Wiimote, es ist die Hölle. So. Dann schauen wir da mal rein. Viel Spaß beim ersten Rennen des Pokalhexenwesenrennens auf Schloss Klunkerburg. Viel Spaß natürlich, ey. Am Arsch werde ich Spaß haben. Na, mal schauen. Okay, die Musik ist gerade richtig cool. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen hier an, kennt ihr vielleicht Schandmaul? Oder die alten Sachen von In Extremo, so. Aber eher Schandmaul. Schöne Mittelalter-Mucke, das mag ich. Und da werden wir ausgebremst. Und wir werden sowieso schon von diesem Wasser hier ausgebremst, habe ich das Gefühl. Wir sind ja extrem langsam hier unterwegs. Oh, jetzt wird's aber schwer. Jetzt wird's aber wieder schwierig. Okay, jetzt kann ich euch klein machen, oder? Das ist jetzt mein Schutzschild. Ah, okay, ich erkenne es langsam. Da rasen sie an mir vorbei. Wieso sind die so schnell und ich so langsam? Das ist doch... Im letzten Part wurde ich übrigens im letzten Rennen sogar überrundet. Oh, der Blooper. Der Blooper des Todes. Und zwar richtig hart. Da siehst du nichts. Oh, komm, jetzt bremst du mich nicht schon wieder aus. Bitte nicht. Ich will mal vorbeikommen. Was ist das? Ich kann mir vorstellen, das ist dieser Blooper-Kram. Oder ist das mein Turbo? Ja, das... Nee, das ist... Nee, keine Ahnung. Da hat irgendjemand... Ach, ich hab doch keine Ahnung, Leute. Woher soll ich's wissen? Ich hätte nochmal in die Anleitung gucken müssen. Sehe ich gar nicht ein. Ich glaube, an den... Die könnte ich noch rankommen, sogar. So, was passiert euch jetzt? Was passiert euch jetzt? Gar nichts. Werde ich dadurch vielleicht schneller? Auch nicht. Oh, wunderbar. Jetzt sind wir klein. Noch zwei Runden zu fahren. Mit dieser hier eingerechnet natürlich. Läuft. Läuft. Oh, ich hasse es. Vor allem das Item-Aufkommen ist extrem. Und eigentlich ist jedes Item so, dass es mich auch trifft. Oder habe ich nur so das Gefühl, ich werde in einer Tour hier von irgendwelchen Dingern ausgebremst, angeblupert, geschrumpft und wie auch immer. Und vor allen Dingen komme ich nicht von der Stelle. Bitte. Okay, dieser Unsichtbarkeitstrank bringt tatsächlich nur, dass ich nicht gerammt werde. Toll. Was soll das denn? Ich werde hier in diesem Spiel nie gerammt. Trifft mich jedes verdammte Item. Ach komm ey, das ist doch echt witzlos. Was ein Spaß, was ein Spaß. Ich krieg hier nie was Gutes. Ich bin auf dem dritten Platz und krieg nur Sachen, die mich schützen sollen, mich aber überhaupt nicht schützen. Wie wär's denn mal mit einem Turbo? Oder ich bremse die Leute aus und... Ein Hexenbesenrennen. Ach, schon vorbei. Hier sind die Platzierungen. Spieler 1 ist Dritter. Auch interessant, hier sind die Platzierungen. Jetzt will sie uns die Rangliste anpreisen, wie auch immer. Und was erzählt sie? Nur, dass ich Vierter bin oder Dritter. Ah... Flowey Powey mal wieder natürlich ganz vorne, ja, du fühlst dich, ne? Ich glaub's auch. Hallöchen und herzlich willkommen zum zweiten Rennen des Pokal-Hexenbesen-Rennens auf Schloss Klunkerburg. Ja. Was erwartet mich jetzt? Ich sehe schon, es ist ein bisschen komplizierter. Der schöne Rundkurs ist vorbei. So, aber egal, da machen wir jetzt das Beste raus. Es wäre noch eine Option, einfach immer hinter den anderen herzufliegen. Okay, da bin ich relativ gut rumgekommen. Jetzt, wo ich ein bisschen besser weiß, wie das hier mit dem Wii funktioniert, aber... Ach komm, Mädchen, jetzt dreh dich. Sie dreht sich nicht. Sie will nicht. Da kann ich irgendwie driften auf B. In der Anleitung stand dazu nichts. Drift ich jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, zurücksetzen.
Stimmt, da war was. Die hatten da irgendwas geschrieben. Zurücksetzen auf B. Da habe ich mir noch gedacht, warum soll ich mich zurücksetzen? Was soll das denn? Welchen Sinn könnte das haben? Aber okay, ja, wenn man hier irgendwie an den Rand kommt und wirklich feststeckt, dann geht nämlich gar nichts mehr. Da kann ich mich mit B wieder auf die Strecke gerade setzen lassen. Was war das denn? Ich habe gar nicht B gedrückt. Wow. Boah, ist das... Ey, das ist wirklich schwierig. Hm. Wenn jemand auf die bekloppte Idee kommt, dieses Spiel ebenfalls zu spielen, dann bitte ich um Videoantworten. Ja, lieben gerne sogar hätte ich Videoantworten. Ich will sehen, wie gut ihr seid. Seid ihr besser als ich? Was denn jetzt? Wieso bleibst du da stecken? Du fliegst auf einem Besen, Mädchen. Du kommst doch wohl dann über die Brücken. Über das Brückengeländer. Vor allem, weil du sowieso einen Meter höher bist. Und jetzt red ich doch mal dahin. Oh, die macht mich wahnsinnig, die alte Scheiße. Okay. Ihr durch. Ja, Mann, so super gut gemacht. Wahnsinn. Boah, wow, geht das ab jetzt. Okay, ich sehe nichts. Ach, wieder stecken geblieben. Naja gut, solange sie mich nicht überrunden, aber das wird in der dritten Runde wahrscheinlich passieren. So krass, wie da die Streckenführung ist. Da blickst du ja gar nichts mehr. Hier geht's ja noch einigermaßen. Oder ich bin halt schon so gut in diesem Spiel geworden, dass man sagen kann, jo, der Junge weiß, wo es lang geht. Ganz klare Sache. Macht Spaß, so zu gucken. Natürlich. Ja, komm, rum da, Mädchen. Ich gehe sogar vom Gas. Das Lustige ist, ich gehe vom Gas, aber sie fährt trotzdem sowieso ungebremst weiter. Interessiert die gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Gas gebe. Und B-Bremse? Ach komm, dich doch jetzt. Das ist so dämlich. Komm, ich bremse jetzt mal. Ah, okay. Ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich als Bremsen durchgehen lasse. Ich weigere mich gar irgendwie schon, dieses Spiel hier als Spiel durchgehen zu lassen. Ich hätte mir die Wertung mal anschauen sollen. Aber ich tendiere dazu, dass dieses Spiel so im Schnitt, ja, wahrscheinlich so um die 30% liegt. Das wäre wahrscheinlich schon ziemlich hochgegriffen. Natürlich für Wii-Verhältnisse Grafik vom Allerfeinsten. High Definition. Oh, fuck. Da noch eine Runde. Oh, bitte nicht. Oh Gott, ihr quält mich. Ihr quält mich richtig. Dann geht diese Strecke schon über 3 Minuten. Ja, so eine 4 Minuten epische Strecke und die nächste wird bestimmt 10. Die wird dann wohl in der Burg sein. Mit 7 Milliarden Wegen. Ey, ich habe die Kurve geschafft. Oder war die das gar nicht, die mich immer aufhält? Doch, das war die. Wow, wie habe ich das gemacht? Ich habe nicht gebremst, gar nichts. Oder ich glaube zumindest, dass ich nicht gebremst habe. Ich habe auch keine Ahnung, ich passe auch nicht auf, was ich da mache. Ist mir mittlerweile egal. Ich kann sowieso nur Letzter werden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich Letzter werde. Und das heißt nicht, ich kriege hier nicht gleich Kommentare von wegen, ey, das geht nicht. Also du musst schon jede Strecke Erster werden und du musst die goldenen Besen finden. Vor allem, wo sollen die sein? Hat irgendjemand vielleicht mal zwischendurch einen goldenen Besen hier gesehen? Ich nicht. Es ist vorbei. Herrlich. Die Platzierung bitte. Was für ein Hexenbesenrennen. Hier sind die Platzierungen. Spieler 1 wurde Vierter. Ja, 4. Platz für uns. Das ist doch gut. Flowey Powie ist wieder Erster und so weiter und so fort. Es interessiert ja auch eigentlich nicht, welchen Platz die sind. So, 3. Strecke, die wird die Hölle. Komm, quäl mich bitte. Ich will gequält werden. Ich stehe drauf, ja, natürlich. Wie soll's auch anders sein? Los geht's mit dem Königin im Parcours des Pokal-Hexenbesenrennens auf Schloss Glunkerburg. Ja, komm, los. Wenn die Mucke nicht so episch wäre, dann würde es mich, glaube ich, echt nerven. Aber so ist es natürlich eine Pracht. Wo fahren wir jetzt rein in die Burg? Nein. Oh, guckt euch das an. Das geht über Etagen und alle so Mist. Hier hoch? Okay, ich habe es mir fast gedacht. Ja. Hier mit dem Blooper des Todes ist natürlich richtig krass dann. Ja, natürlich. Es ist ja auch eine super Kurve, da kommen wir locker durch. Klar. Gut, dass ich den anderen gerade hinterherfahren kann. Was? Was denn? Wo? Hier? Hier geht's zurück. Da. Frustration. Ach komm, Baby, nicht wirklich. Nicht wirklich. Du bleibst doch dann. Die überrunden mich hier auf. Oh, die überrunden mich sowas von. Nicht nur einmal. Oh Gott.
da ist der goldene Besen. Ey, da ist der goldene Besen. Den habe ich jetzt aber gesehen, den holen wir uns. Scheiß drauf, die Leute einholen können wir sowieso nicht mehr. Komm, ich will ihn haben. Ich will wissen, ob da irgendwas passiert. Ja. Gott, sind wir gut. Wir haben den goldenen Besen dieser super krassen, verrückten Welt gefunden und ich... Okay. Es ist doch nicht... Leute, was ist das? Was soll das sein? Das ist doch keine Streckenführung für so ein Spiel. Das sieht, man blickt doch kein Mensch durch. Was haben die sich dabei gedacht? Die müssen sich doch was dabei gedacht haben. Die dachten sich auch, ey, komm, wir machen jetzt... Wie machen wir das? Wir müssen das Spiel... Wir müssen hier ein Spiel hinklatschen, okay. Wir haben 1.000 Euro zur Verfügung. Was machen wir? Ja, da muss die Strecken müssen ganz wild und wir sein. Da darf keiner mehr wissen, wo es lang geht. Das wird Spaß machen. Super, super Sache. Das ist die beste Idee, die du jemals hattest. Ja, natürlich. Und dann bringen wir einen Nachfolger. Und noch einen Nachfolger. Und auf der Wii. Und der wird gekauft wie blöd. Von irgendwelchen Idioten, die sich denken, ey komm, ich spiel mal Bibi Blocksberg. Ja, wahrscheinlich so irgendwie was in der Art. Nur nicht ganz so. Und vor allen Dingen setzen wir Turbos. Und Turbos müssen da rein. Vor allen Dingen, weil man die überhaupt nicht einsetzen kann in diesem Spiel. Und an jeder Ecke hängen bleibt. Und lenken dürfen die auch nicht richtig. Das wäre ziemlich gut, wenn die nicht lenken. Okay, ich will jetzt nichts sagen. Vielleicht hätte ich das... Okay, was zur Hölle? Hier, ach, hier. Ey, das ist doch wirklich... Das sieht man doch überhaupt nicht. So, hier rein. Hier ist... Warte. Nein. Flieg doch da drüber, Mädchen. Du fliegst doch sonst auch über Absperrung. Aber da wieder nicht, ne? Da muss ich... Das Zurücksetzen funktioniert auch nicht so gut, wie man sich das... Jetzt geh um die Ecke, Pipi, bitte. Ich bitte dich. Okay, also man kann schon sagen, die dritte Strecke im Spiel ist immer ziemlich schwierig, ja. Was sagt uns das für den dritten Cup? Was wird da die dritte Strecke sein? Ja, will ich's überhaupt wissen? Ist auf diesem Walpurgisberg, ne? Oder wie heißt der da in dem, bei denen? Heißt der da nicht auch Walpurgis? Stimmt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh, da. Ja, Wollo, da ist eine Absperrung, das siehst du doch. Bist du blind oder was? Ja, vielleicht. Ich finde, die sieht man nicht unbedingt gut. Kann sein, dass ihr das anders seht, aber wenn du im Spiel bist und volle Konzentration hast, um hier einen super Platz zu holen, dann kann diese durchsichtige Absperrung da schon mal fast unsichtbar sein, komplett. Was? Seh nichts, Looper. Looper, ich sehe doch nichts, Mann. Runde 3. Okay. Komm, wir quälen uns, Leute. Was soll's? Macht doch Spaß. Ich hab die Treppe verpasst, aber ich hab sie nicht gesehen. Ja. Das ist ein Spaß. Das ist so viel Spaß. Das macht Fun. Fun-Projekte halt. Wir sind dazu da, um mächtig Spaß zu machen. Oh, gut, dass ich das ganze Let's Play an einem Stück aufnehmen kann. Weil es so kurz ist. Gott sei Dank. Okay, ich weiß genau, wo es lang geht, aber jetzt bleib ich hier an so einem Ding stecken. Ja, ich halte die Gegner nochmal auf, ne? In der Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal rankommen, so ein bisschen. Rum da! Ah, boah, das kannst du nicht schaffen. Kannst du nicht. Unmöglich. Videoantwort, Leute. Ich sag's nochmal, Videoantwort. Wie ihr hier ein super Rennen abliefert, so ohne Fail hier um die Kurve und... Erster Platz, goldenen Besen noch nebenbei eingesammelt. Ja, locker. Mach ich doch locker. Und vor allen Dingen auf allen Strecken den goldenen Besen. Vielleicht gucke ich mal eine Komplettlösung. Vielleicht gibt es da so eine Komplettlösung. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Weil, ja, wer soll hierzu eine Komplettlösung geschrieben haben? Als ob das irgendjemand so lange gespielt hat, kann ich mir nicht vorstellen. Und irgendwelche kleinen Kinder werden wohl nicht eine Komplettlösung. Wisst ihr, wie ich jetzt lenke? Ich lenke gar nicht mehr so, wie ich lenken würde. Ich hau immer wieder nach rechts und so. Ich schüttel das Ding nur noch durch die Gegend. Dann macht's ein Turbo. Es fühlt sich an wie ein Turbo. Machst du das jetzt nochmal? Ach, ich weiß es nicht. So, noch eine epische... Immer hier kriege ich einen Looper vor die Nase. Aber jetzt weiß ich, wo es lang geht. Ihr könnt mich mal. Schließlich die vierte Runde. Ich bin jetzt... Hab's jetzt voll drauf. Pro-Gamer. Bibi Blocksberg-Turnier. Melde ich mich an. Vielleicht auf der Gamescom, wer weiß. Wenn da das neue Bibi Blocksberg-Spiel vorgestellt wird, werde ich da natürlich erstmal mich sofort rantasten. Und erstmal übertriebenen Skill zeigen. Da werden die Leute noch Jahre später von sprechen. Und ich werde vielleicht als Spieltester dafür engagiert und darf es online stellen. Wer weiß das schon?
Okay, der erste scheint durch zu sein. Das interessiert uns jetzt nicht wirklich. Jetzt lenk doch mal, Mädchen, lenk doch mal, okay? Ja, danke. Okay, alle sind durch. Nur wir nicht. Aber wir kommen auch noch durch. Wir kommen durch, Leute. Egal. Und ich habe ja irgendwie gerade gesagt, das wird bestimmt 10 Minuten dauern, aber wir sind nur bei 6 Minuten 16 gerade mal. Ist ja ein Weg. Was ist das denn? Ach so, hier ist sogar der reguläre Weg. Ich dachte gerade, ich habe einen Geheimgang gefunden. So. Oder waren die doch noch gar nicht durch? Wofür war denn das Geräusch, wenn die nicht durch waren? Ach, die waren durch, bestimmt, ja. Wird schon so sein. Ich kann auch nicht sagen, wo auf der Karte tatsächlich das Ziel ist. Keine Ahnung. Oh, 6 Minuten 43. Was eine Strecke. Oh, Mädchen, lenk doch. Bitte, Bibi. Ah, das ist nicht gerade ein Nimbus 3000 oder wie auch immer das Ding gerade heißt. Der neueste, aktuellste. Ich weiß es nicht. Das ist hier Kartoffelbrei und Kartoffelbrei hat's einfach nicht so drauf. So, die sind alle durch. Pass mal auf, jetzt kriege ich hier trotzdem einen Blooper in die Fresse, wa? Nein, wo bleibt die jetzt stecken und gibt trotzdem... Egal, was reg ich mich hier eigentlich auf? Es ist vorbei. Wir haben's geschafft. Vierter was Platz. Für ein Hexenwesenrennen. Hier sind die Platzierungen. Ja, Carla, da drehst du durch, ne? Es war der Wahnsinn. Ja, eine gute Platzierung, ne? Super. Mehr ist einfach nicht drin. Glückwunsch, du hast einen goldenen Hexenbesen gefunden. Es gibt noch 2 goldene Hexenbesen, die auf den anderen Strecken versteckt sind. Ja, das ist mir echt so egal. Das glaubst du gar nicht, wie egal mir das ist. Ich will die vierte Strecke echt... Ich will sie gar nicht sehen. Spieler 1 ist beim Pokal-Hexenbesenrennen letzter geworden. Och, ehrlich. Ja, ja, bla bla. Ist okay. So, Leute, im nächsten Part werden wir uns den dritten und letzten Cup vornehmen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, wenn nicht, kann ich es auch verstehen. Ist schon okay. Wir sehen uns dann.